Hallo, hier ist Michael Klems von infobroker.de und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir den entsprechenden aktuellen Datenstatus, Einspielungsstand von Markeneintragungen innerhalb der Datenbank des DPMA-Registers überprüfen können. Das geht ganz einfach mit der sogenannten Expertenrecherche, wenn man denn die Kommandos kennt. Über die Einsteigerrecherche, die der ein oder andere vielleicht schon verwendet hat, wird man da nicht zum Erfolg kommen. Wir müssen also auf die sogenannte Expertenrecherche wechseln. Innerhalb der Expertenrecherche gibt es die Möglichkeit, mit Kommandos zu arbeiten. Ich habe hier schon mal ein Kommando hinterlegt, was wir gleich brauchen. Die Kommandos muss man kennen und es empfiehlt sich, über die Hilfe sich mal in aller Ruhe die gesamte Kommandostruktur zu erarbeiten, die das DPMA in der Expertenrecherche anbietet. Sie sehen hier, das ist schon relativ aufwendig. Da gibt es also viele, viele Auswertungsmöglichkeiten. Es verlangt auch keiner, dass man das auswendig kann, aber man muss halt entsprechend die Kommandos dann passend einsetzen, ansonsten funktioniert die Abfrage nicht. Wir wollen jetzt Folgendes machen. Wir wollen hingehen und wollen einfach mal prüfen, was sind die letzten Einspielungen innerhalb des DPMA-Registers, innerhalb der Marken. Welche letzten Einspielungen hat es gegeben? Wo ist das Grenzdatum? Ab wann ist nichts mehr eingespielt worden? Und wir sehen jetzt hier das Kommando. Das besteht aus im Grunde genommen zwei Feldern. Einmal dem Feld DB, das ist für die Datenbasis. Und Sie sehen hier, da gibt es dann das DE. DE ist dann die deutsche Marke. Ich kann mal hier schon mal eingeben, was wir für die Unionsmarke aktuell verwenden sollen. Das ist das EM. Das wird sich aber wahrscheinlich irgendwann ändern. Das hat das DPMA schon angekündigt. Wir bleiben auch auf dem DE. Und dann gibt es hier das Feld AT. AT ist das Anmeldedatum. Und das habe ich jetzt gesetzt als größer gleich 12.04.2016. Wir haben heute den 21. April 2016. Und bevor ich das jetzt abschicke, mache ich mir noch ein bisschen die Arbeit etwas leichter. Ich räume mal nach unten und kann jetzt die Einstellungen vornehmen, wie meine Trefferlisten aussehen. Und hier sage ich ganz wichtig, Anmeldetag absteigend. Das heißt, ich bekomme das aktuellste Datum an erster Stelle gelistet. Trefferanzahl 1000, das ist ganz wichtig, damit ich möglichst viele Treffer bekomme. Und mehr geht auch nicht innerhalb der Einstellung. Und dann kann ich das Ganze jetzt abschicken. So, und jetzt werden wir gleich sehen, was da rauskommt. Es wird jetzt eine Auflistung der entsprechend eingespielten Marken geben und die sind dann nach Anmeldedatum sortiert und der aktuellste Stand ist jetzt hier mit zwei Eintragungen der 15.04. Da gehe ich mal davon aus, dass da noch weitere Daten folgen werden. Man kann so ein bisschen von der Menge her so ein Gefühl dafür entwickeln, dass wahrscheinlich so der 13.12.04, das ist so die Größenordnung, wo sich der aktuelle Stand mehr oder minder bewegt. Das gleiche wollen wir jetzt nochmal durchführen für die EU-Gemeinschaftsmarke und damit auch ein bisschen auf den Fall eingehen, wo sich aktuell zum jetzigen Zeitpunkt, heute zum 21.04. eine sogenannte Datenbanklücke oder Datenlücke innerhalb der DPMA-Registerdatenbank befindet. Jetzt tauschen wir das Ganze mal aus mit EM. Mal schön so die Abstände hier einhalten, schicken das Ganze ab und wir werden jetzt feststellen, dass wir keinen Treffer bekommen. Das System wird jetzt gleich mit einer Fehlermeldung kommen. Das sieht man dann immer an einem roten Balken. Die Datenbankabfrage liefert keine Treffer. Das ist jetzt so gesehen keine Fehlermeldung, sondern wir merken also, beim 12.04. liegen wir nicht richtig. Wohlgemerkt, wir haben heute den 21.04. So, und ich gehe jetzt mal ganz mutig hin und mache einfach mal den 20.03. da draus und schicke das Ganze nochmal ab. Und jetzt werden wir gleich sehen, dass wir Treffer bekommen. Aber diese Treffer, das werden wir gleich sehen, sind aus dem 21.03. als letztes Datum, also 21. März. Wohlgemerkt, wir haben heute den 21. April. So gesehen 4 Wochen ohne Daten. Ja, Sie sehen hier, Anmeldetag 21.03.2016. Ja, das war die letzte Einspielung von EU-Unionsmarken. Das heißt, wir haben zurzeit eine Datenlücke von, ja, 4 Wochen, 3,5 Wochen, können Sie es halten, wie Sie wollen. Also Sie sehen, Sie können schon relativ gut etwas rauskitzeln aus der Expertenrecherche. Nochmals der Tipp,
in aller Ruhe über die Hilfe sich die Syntax einfach mal angucken und dann einfach mit den Abfragen etwas herumexperimentieren. Viel Erfolg bei der Recherche wünscht Michael Clemens von infobroker.de.